Wisst ihr, Leute, ich bin einer der größten Geringverdiener auf diesem Planeten. Ich bin Student und ich verdiene gar nichts mit YouTube. Deshalb bin ich auf ein gewisses Verkehrsmittel angewiesen und das ist die Leckerschmecker-Bahn. Aber bevor ich zu der komme, erstmal das Intro. Boah, ich hasse Bahnfahren. Yeah, drift, drift, drift. Knuspriger Max, cooler Name. Holt mich hier raus! Ihr werdet es vielleicht kennen, ihr seid hässlich, pleite und respektlos und setzt euch mal wieder in die Deutsche Bahn, um zu eurem Ziel zu kommen. Ihr steigt in die versüffte Bahn und hört von Weitem ein paar Talons singen: Ich ficke deine Mutter! Na, zumindest positioniert ihr euren fetten Schweinearsch auf so einen Zugsitz. Dem ihr euch hingesetzt habt, spürt ihr diesen warmen Duft einer Regionalbahn, die ohne Klimaanlage auch super funktioniert. Und dieser Rentner neben euch fängt schon gefühlt an, geruchsmäßig zu verwesen. Und wie könnte der Tag noch besser werden, wenn ihr in eure Hosentasche reingreift und eure Kopfhörer sind nicht da? Und ihr seid dadurch zwangsweise darauf angewiesen, ASI-TV in Real Life anzusehen. Ich habe sie geschlagen und ich bin Gott dankbar, dass ich sie nicht getötet habe, versteht ihr mich? Boah, ich hasse aber Menschen. Ich habe es nicht getan, weil ich mich kontrolliere. Aber es ist schwer, sich zu kontrollieren. Verstehst du? Darum laufe ich vor mir selber weg. Versteht ihr das? Und die hat meine Kinder weggenommen. Oh, jetzt wird's interessant. Mit einem dreckigen ich glaube, das war nicht ganz YouTube-freundlich. Solche Leute gehen meistens noch. Ich hasse sie trotzdem. Aber am nervigsten sind die Leute, die am besten mit Freisprechanlage im Zug telefonieren. Ich habe da letztens so einen Verrunkel an meinen Sack. Aha. Welche verarbeitet das? Ich will nicht wissen, was du erzählst oder welche Probleme du hast. Aber die wahren Endgegner sind immer noch die scheiß Schulklassen. Sie sind nervig, hässlich und stellen zu viel Fragen und nehmen viel zu viel Sitzplätze weg. Und am besten spricht sich dann irgend so ein scheiß Augenpflasterkind an. Hey, was fährst du überhaupt für einen scheiß Wagen? Und, ich fahr Fußbus. Hey, voll das Opfer. Alter, halt die Fresse, du fährst doch gerade mal Bobbycar. Ja, wie reden sie denn mit meinem Schützling? Junge, aber Jungs, Bahnfahren kann auch ganz gefährlich werden. Ich war so im Zug gewesen und da setzt sich auf einmal so ein Talerhorn gegenüber mir hin und schwingt sein Messer wie so ein Fidget Spinner. Yeah, cool. Ich werde mich ja normalerweise eher weniger. Okay, bitte, ich bin voll sehr flüssig. Hattet ihr schon mal so ein Erlebnis? Dann schreibt's mir in die Kommentare. Ihr fahrt ein bisschen mit der Bahn rum und auf einmal kommt der Schaffner vorbei. Einmal die Fahrausweise, bitte. Hier ist meine Fahrkarte. So, und jetzt nochmal einen Lichtbildausweis. Einen gültigen Lichtbildausweis. Und dann kramt man so in seinem Portemonnaie rum. Ein Lichtbildausweis. Ja. Einen Lichtbildausweis. Digga, ich habe keinen Bock, nach diesem Ausweis immer rumzukramen. Also, lass das. Und dann geht er zum nächsten Typen. Nix Deutsch. Was sagst du? Nix Deutsch. Einmal die Fahrausweise, bitte. Nix Fahrkarte. Und dann gehen sie zum Ticketautomaten, dann ziehen die ein. Ja, wenn ich das machen würde, direkt 60 Euro, wa? Naja gut, Leute, das war's heute mit dem heutigen Video. Es ist ein bisschen kürzer als sonst, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.